So, liebe Zuschauer, hier ist euer Mistsatz 1, 2, 3, 4 und hier ist Spiel 11. Im Wettkampf zwischen Team Rot und Team Blau, das Trefferfeld nennt sich. 10 Spiele haben wir bereits absolviert, 55 Punkte gespielt, 65 sind noch zu spielen, wir sind in der heißen Phase. Mittlerweile führt Team Rot mit 33 zu 22. Das heißt, Blau könnte hier, wenn Blau das Spiel gewinnt, ausgleichen. Und dann könnte es richtig spannend werden. Jeder von den Teams hat 6 solche Chips, sag ich mal. Und man muss hier von einer Entfernung hier quasi sich die Punkte erholen und gucken, dass sie auch stehen bleiben. Wenn es auf der Linie ist, ist es kein Problem. Dann gucken wir halt, auf welchen Punkt der mehr anzeigt. Es könnte auch sein, wenn jetzt zum Beispiel hier Rot Netz 5 hat und Blau stupst den irgendwie halt weg, sagen wir mal so, dann zählt auch die Punktzahl, dann hätte Rot nicht mehr 5, sondern 1 jetzt hier. Wenn es sein könnte, dass ein Chip auf 2 Feldern liegt, gibt es keinen Punkt. Ich hoffe, ihr habt es sofort verstanden. Ich kann es ja immer in der Beschreibung. Also das ist halt für die Punkte und das ist halt für Durchgänge. Wir werden 3 Durchgänge spielen. Wer 2 gewinnt, gewinnt auch das Spiel. Und ich würde sagen, let's go. Sitzen wir natürlich hier und werfen den ersten Chip. Einen Moment, ich muss erstmal noch kurz was einstellen. Warte mal kurz. So, jetzt können wir loslegen. Ich musste gerade am Punktestand wissen, was wir ändern. Ja, können wir jetzt loslegen. Rot wirft den ersten Chip. Jeder hat 6 Chips, wie gesagt. Wer mehr Punkte macht, gewinnt den Durchgang. Wer 2 Durchgänge gewinnt, gewinnt Spiel 11. Ja. Mal zu drehen. Der zeigt auch eine 5 an. Das heißt, die ersten 5 Punkte für Rot. Eine 4. Legen wir die mal so hin. Ich mach's mal hier ein bisschen so, die Zahlen hier verteilen. So. Das ist eine 2. Aber ich habe die Kamera so aufgestellt, dass ihr das ganze Feld sehen könnt. Und ihr könnt auch ein bisschen Sonne sehen. Aber darum geht's jetzt nicht. So. Blau mit dem zweiten. Ah! 13. Zwar an der 2 an, aber da muss er ein bisschen deutlicher drauf sein. Zeigt mehr auf der 2, das heißt 9 Punkte. Jetzt muss Blau mal was machen. Jetzt muss Blau mal die rote 5 wegstoßen. Ah, gelingt dir nicht. Warte, da auf eine 1. 10 zu 4. Jeder, also jetzt nach dem Wurf hat jeder noch einen. Ja, jetzt ist er deutlich auf der 5, aber ein Punkt hat Blau sich auch ergattert. Noch eine Karte hat jeder. Okay,
Game. Wir müssen mal rechnen. Also was haben wir gesagt? Hier sind es zwei, hier ist einer. Hier sind es... So, hier haben wir gesagt, hier sind es zwei, hier ist es jetzt einer. Hier sind auch zwei, hier sind fünf, hier sind da hinten zwei, das heißt 12 zu 5, aber es kann noch was, könnte noch was passieren. Wir spielen drei Durchgänge. Wer zwei gewinnt, gewinnt Spiel 11. Wenn es Ausfall steht, dann kriegt keiner den Durchgang. Ja, die vier, die helfen ihn aber nicht, also der erste Durchgang geht an Team Rot, wenn die verdammte 9 stehen bleibt. Ich mach mal kurz eine Pause und dann räume ich kurz alles weg. Und es beginnt immer der, der gerade gewonnen hat, das heißt Team Rot beginnt wieder. Jetzt dieser Durchgang und dann geht Spiel 11 an Team Rot. Das ist eine 1. Ohoho, das heißt Chancen für Blau. Aber jetzt darf nicht eben so viele Fehltreffer kommen. Ah, wie das! Wie das gerade. Nehme ich überhaupt auf? Ja. Hätte jetzt auch Musik abspielen können, aber egal. Wieder eine 1. Jetzt muss Blau was machen. Mann, ich gönn's Blau. Weil Blau ist meine Lieblingsfarbe. Ja! Eine 5. Jetzt kommt der dritte rote Chip. Boah, der 3 ausgeglichen wieder. Blau hat aber in diesem Durchgang den Nachwurf. Eins. Wieder hat noch 3. Eine 1. Das ist eine 3 auf jeden Fall. Ja. Boah. Eine 2. 8 zu 9 damit. Es gibt ja noch genug Fünfer hier auf dem Feld. Vorsicht, nicht hier raus. Aber die Zeit auf der 4. Das heißt 8 zu 13. Da ist Blau auch wieder. Ich würde gerne mal nachgucken, wenn hier. Wartet mal. So, ich habe gerade alles umgepustet. So, Rot muss jetzt noch was machen. Okay. Jetzt müssen wir mal schauen. Ein Punkt Blau. 4 Punkte, 9, 10 damit. Das ist quasi eine Punktzahl verringert. Geht natürlich auch. Also das sind jetzt 4, das sind 10. Bei Rot sind es, 4, 5, 6. Boah, der zeigt auf 4 verschiedenen Feldern, aber wo ist er mehr drauf? 4, 5, 6, 9, 10. 13 von... Och du Scheiße. Ach du großer Gott. Jetzt muss Blau eine 3 oder eine 5 holen. Oder eine 4. So, der zeigt mir auf der 3. Das heißt... Der Durchgang geht an keinen, weil natürlich es unentschieden steht. Denn er zeigt hier mehr auf der 3. Deswegen 13, 13 beide. Ich mache kurz einen Schnitt und räume alles wieder auf und dann kommen wir zum dritten Durchgang. Da würde ich mal sagen,
Da hat sich Blau nochmal gerettet. Aber Rot beginnt wieder. Oh, mit einer 5 direkt. Wenn die 5 mal stehen bleibt. Mal die 5 runterjagen vielleicht. Ja! Seht ihr, was ich meine? Jetzt hat Rot nur noch 3 und Blau hat 5. Blau hat das Rote, den roten Typ von der 5 runtergejagt. Boah! Zu weit geworfen. Das heißt, Blau kann wieder rankommen. Aber bloß jetzt nicht selbst runterjagen. Ja! 8-1. Für Blau. Jeder hat noch 4 Chips. Wenn dieser Durchgang an Blau geht, dann machen wir noch ein extra Video für den entscheidenden und letzten Durchgang. Hier 5, 3, 1. Und der andere Rote ist hier weit weg. Oh. Ja, lassen wir so gelten. 4. Jetzt geht's jetzt. Also der Durchgang müsste jetzt an Blau gehen. Aber schauen wir noch, was möglich ist. Ich sehe dann noch 3 Chips. Mmh. Schauen Sie mal. 12-1. Nochmal 3. Aber was will Blau jetzt? Ja. Aber was will Rot jetzt eigentlich machen? Er muss jetzt runterstoßen quasi. Ja, tut ihn nicht runterstoßen, aber kommt auf 6 Punkte ran. Die 2 bringen ihn nicht, aber gucken wir noch, was Blau macht. Also der Durchgang geht auf jeden Fall an Blau. Guck, auch Spaß. Noch eine 1 geholt. Also der Punktestand 16-8 für Blau und damit geht dieser Durchgang auch an Blau. Und wir sehen uns gleich beim 4. und letzten möglichen Durchgang.